Dramatische Waldbrände durch extreme Dürre und Hitze, schmelzende Gletscher und eine veränderte Tierwelt. Die Klimakrise mit ihren Extremereignissen und Auswirkungen auf die Umwelt zeigen sich überall. Immer mehr Menschen gehen weltweit für das Klima auf die Straße. Wie eine grüne Zukunft aussehen kann, zeigen neue Lösungsansätze. Dafür bin ich nach Graz gefahren, in den Süden Österreichs, um mir den Technologie-Hotspot für Klimaschutz und Kreislaufwirtschaft anzusehen, das Green Tech Valley. Bernhard Puttinger, der Geschäftsführer des Clusters, der das EU-geförderte Projekt abgewickelt hat, begleitet mich durch eine Tour durch die grünen Big Player und Innovationsleader. Das Green Tech Valley ist dieser Hotspot hier im Süden Österreichs, Steiermark und Kärnten. 20 globale Technologieführer auf engen Raum, 2300 Universitätsforschende, viele Startups und ganz viele Talente, die hier gemeinsam an neuen Technologien für Klimaschutz und Kreislaufwirtschaft arbeiten. Mit Elektrofahrrädern fahren wir an den Ort, wo seit fast 170 Jahren Wasserturbinen produziert werden. Darunter auch die bahnbrechenden Kaplan-Turbinen des Steirers Viktor Kaplan, mit denen heute weltweit grüner Strom aus Wasserkraft gewonnen wird. Geschafft! Willkommen bei Andritz. Hier hat alles begonnen im Green Tech Valley mit den Pionieren, die vor über 170 Jahren schon industrielle Fertigung begonnen haben und dann auch spezialisiert sich haben auf Wasserkraftwerke und heute Weltmarktführer sind. So kommt jede fünfte Kilowattstunde grünen Stroms weltweit von Turbinen der Andritz. Hier erlernen junge Menschen die Bearbeitung von Metall und ich darf heute selbst Hand anlegen. Mit Overall und Schutzbrille lerne ich drehen, pressen, fräsen, bohren und schweißen. Von Schottland bis Neuseeland, von Norwegen bis Südafrika. Ihre weltgrößten Pumpspeicherkraftwerke ermöglichen stabile Netze für leistbaren grünen Strom. Für eine klimagerechte Zukunft muss man Lösungen miteinander verbinden. Dass die Sonne keine Rechnung schickt, zeigt das nächste zukunftsträchtige Projekt. Wir sind hier in der Technischen Universität Graz. Die Unternehmen im Green Tech Valley arbeiten sehr eng mit den Universitäten zusammen und dabei kommen spannende Projekte und Unternehmen raus, so wie EET, ein Photovoltaikunternehmen, das wir uns jetzt anschauen. Jan Senn und Christoph Grimmer erwirken im Startup EET, dass Menschen im urbanen Raum den eigenen Ökostrom erzeugen können, direkt auf dem eigenen Balkon. Die revolutionäre Technik von EET wurde ursprünglich im Chemielabor entwickelt. Um Photovoltaik vernünftig zu betreiben, muss man wissen, wann wie viel Strom gebraucht wird. Und genau das kann unsere Technologie. In der Grazer Vorstadt spürt man das Startup-Feeling von EET besonders. Hier wird direkt in einem Einfamilienhaus produziert. Dank ihrer Technik ist das tatsächlich so einfach wie noch nie. Ich muss einfach nur ein Stromkabel anstecken, um die Energiewende mitzugestalten. Die Grundvoraussetzung ist wirklich, dass man 2 bis 3 Quadratmeter an Sonnenfläche hat, wo man die Paneele montieren kann und eine Steckdose, wo man den Speicher einstecken kann. Die Firma KWB war einer der Pioniere mit Pelletskesseln und hat diese zur Serienproduktion gebracht und ist jetzt Technologieführer im Bereich mit Holz, kleinen Holzwürstchen. Als regionaler Energierohstoff der Zukunft ist Holz erneuerbar und klimaneutral, da kaum mehr nachweisbare Emissionen beim sauberen Verbrennen die Kernkompetenz bei KWB ist. Die benutzten Pellets sind recycelt, da sie aus alten Sägespänen gemacht werden, erzählt mir Geschäftsführer Helmut Matschnick. Vor der eigenen Haustüre hat der Holzheizungsspezialist auch eine eigene Baumplantage. Da braucht ein Baum so circa 7-8 Jahre, bis er reif ist, um gefällt zu werden. Also ist dieser Zyklus kurzer und im Wald braucht das um die 70 Jahre. Eine Biodiversitätsstudie hat gezeigt, dass sich durch die gepflanzten Pappeln die Artenvielfalt mehr als verzehnfacht hat. Igel, Hasen und Vögel leben gleich neben dem weltweit führenden Unternehmen. In den letzten 2 Jahren gab es eine Verdreifachung des Umsatzes, weil immer mehr Menschen nicht mehr von fossiler Energie abhängig sein wollen. Die derzeitige Energiekrise setzt hohe Ziele, damit der europäische Ausstieg aus Öl und Gas gelingen kann. Längerfristig ist die Vision, dass es eine stärkere Vernetzung der Energiesysteme gibt. Wie wichtig dafür auch die Kreislaufwirtschaft ist, zeigt das nachhaltigste Recyclingunternehmen der Welt, Saubermacher. In der Sortieranlage kommen jeden Tag volle LKWs an. Hier sammelt sich meterhoch das Plastik. Am Förderband bei Saubermacher arbeiten Menschen und künstliche Intelligenz zusammen. Hier ist eine ganz wichtige Station. Hier werden verschiedene Folien händisch aussortiert. So kann eine Gesamtverwertungsquote von 87% erzielt werden. Die Vision ist Zero Waste. Beispielsweise bekommen hier Plastikflaschen ein zweites Leben. Denn Abfall ist ein Rohstoff am falschen Ort. Also hier sieht man die verschiedenen PET-Flaschen, transparent, grün und blau.
So ein PET-Ballen wiegt ungefähr 300 bis 400 Kilogramm, also ganz schön schwer. Am richtigen Ort können Rohstoffe für die Zukunft neu verwertet werden. Bernhard, wir haben uns jetzt vier wegweisende Unternehmen angeschaut. Was glaubst du, bedeutet das für ein Europa, das sich aktiv mit Klimaschutz beschäftigt? Die Unternehmen und Forschungseinrichtungen im Green Tech Valley bringen Wachstum und Klimaschutz unter einen Hut. Ich denke, das macht Mut für den europäischen Weg. Und das hinterlässt auch eine lebenswerte Umwelt unseren Kindern und Enkelkindern. Der europäische Weg der Kooperation und grünen Transformation entfaltet im Green Tech Valley besondere Wirkung und ist Mutmacher für einen Green Deal, der für die Zukunft wirkt.